herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal, zu einem neuen Interview. Ich freue mich heute ganz sehr, die Astrid Buzin neben mir sitzen zu haben. Hallo liebe Astrid, schön, dass du hier bist. Ja, herzliche Grüße zurück. Dankeschön, dass ich hier sein darf. Ja, Astrid, wir kennen uns eigentlich auch schon eine ganze Weile. Du hast mich mal angeschrieben, wenn ich mich recht erinnere. Und du hast so ganz wunderbare Memories gemacht mit Wildpflanzen und Wildfrüchten. Hast mir das dann auch zukommen lassen. Es gibt auch, du hast auch eine Webseite. Kannst du die noch mal kurz nennen? Ja, das ist mein Geschenkeshop www.naturgeschenke.com. Und da sind all die Produkte inzwischen schon gelistet, die ich jetzt in den letzten Jahren so ins Leben gerufen habe. Also ich glaube, in irgendeinem Video kann auch sein, in irgendeinem Wildkräutervideo habe ich das sogar mal gezeigt. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, entweder das mit den Wildfrüchten oder das mit den Wildkräutern. Wirklich ein sehr, sehr schönes, liebevoll gestaltetes Memory oder beide sind total schön. Und dann hast du noch eine Zitate-Box. Ja, genau. Also ich liebe ja Zitate. Seit meinem 12. Lebensjahr sammle ich Kalenderblätter. Vielleicht kannst du dich selber aus deiner Kindheit noch erinnern. Es gab diese kleinen Abreißkalender früher. Und da habe ich schon früher tatsächlich als 11-, 12-Jährige habe ich tatsächlich Zitate gesammelt. Ich mochte einfach diese Zitate. Und die sind in so einem wirklich klassischen Schuhkarton gelandet. Und vor 2 Jahren, glaube ich, ist die rausgekommen, die wilde Zitatebox. Sind die jetzt endlich mal in Verbindung mit meinem ja, Herzenshobby, sag ich, den essbaren Wildpflanzen in Verbindung getreten. Und es ist ein tolles Produkt rausgekommen. Also diese handgemalten Aquarelle, die ich liebe sie mit meinen Zitaten jetzt da versehen. Wunderschön. Also ich werde die Seite auch nochmal unter diesem Video verlinken, beziehungsweise auch im ersten angepinnten Kommentar auch noch deine andere Webseite. Also wir sind sozusagen über dein Memory zusammengekommen und ja, wir hatten dann immer mal Sprachnachrichten ausgetauscht und dann habe ich nochmal gemerkt, also die Astrid, die brennt ja total für die Wildpflanzen. Deine, also es ist wirklich so, wenn ihr von entweder Astrid entweder auch jetzt hier seht oder Sprachnachrichten, ich habe immer, das habe ich dir dann auch, glaube ich, manchmal gesagt, also Astrid, deine Begeisterung, die springt mich durch die Sprachnachricht an. Deine Begeisterung und die Freude dafür, das ist so ansteckend und das ist ja auch ein Thema, was uns verbindet. Die Wildpflanzen, die du auch schon lange in dein Leben integriert hast. Du machst ja auch, hast du mir jetzt vorher erzählt, auch ehrenamtlich in einem Kindergarten. Erklärst du ja schon den Kleinsten, welche Wildpflanzen man essen kann. Und ich denke, das ist so mit die beste Bildung, die man einem jungen Menschen mit auf den Weg geben kann. Das, was man so draußen in der Natur finden und essen kann, was auch die Gesundheit stärkt. Und das ist so schön. Und genau, deswegen gebe ich, da, jetzt habe ich dir erstmal kurz vorgestellt, so haben wir uns gefunden, über die Wildpflanzen, über deine tollen Memories, die mich sehr begeistern, dass du einfach noch mal kurz so beschreibst, wie das mit den Wildpflanzen angefangen hat und warum es dich so begeistert. Ja, das ist, also ich immer wieder kriege ich ja die Frage gestellt, Astrid, wann hast du überhaupt damit angefangen? Es ist ja, und dann denke ich immer drüber nach, Mann, wann hast du überhaupt den allerersten Kontakt gehabt mit der allerersten Wildpflanze? Und ja, es ist zurückdatiert in meine Kindheit natürlich. Da kam meine Mutter, ich muss so um die 10 vielleicht gewesen, 10, 11 gewesen sein. Und die kam mit Holunderblüten kam die nach Hause und die hat die ausgebacken in so einem Bierteig. Und dann hat die uns, ich bin ja das 4. Kind von uns, das ist das Nesthäkchen, die jüngste von uns allen. Und dann hat die uns da probieren lassen und ja, guck mal, hier habe ich in so einer Fernsehshow gesehen, probiert doch mal. Und wir haben alle, ja, in dem Alter, Mama, was bringst du da eigentlich mit? Wie das sollen wir jetzt essen? Das war wirklich so, wo ich bewusst mich zurückerinnern kann, mein erster Kontakt mit wirklich Wildpflanzen. Ich meine, klar, wir hatten einen Schrebergarten, wir hatten Pfefferminze zu stehen und Salbei und Thymian, aber das sind ja für mich so, ich sag mal, die klassischen Küchenkräuter aus dem mediterranen Bereich. Natürlich wanderten die auch in unsere Küche, aber so richtig, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, echte Wildpflanzen, war tatsächlich der Holunder mein erster Kontakt. Und die sind dann wieder so ein bisschen aus dem Auge ja, verloren gegangen. Also wir haben noch nicht wirklich jeden Tag bei uns zu Hause Wildpflanzen gegessen. Kann ich wirklich ehrlich sagen. Und so richtig, den richtigen Einstieg habe ich erst, ich muss mal überlegen, vielleicht sind das schon jetzt 7 Jahre her, habe ich gehabt mit einer Ausbildung zur Fachberaterin für essbare Wildpflanzen. Und da wollte ich mal so eintauchen. Ich wollte mal so richtig reintauchen. Ich wollte wissen, ja, was gibt es für Giftpflanzen? Wo muss ich aufpassen? Ja, wo gibt es so Doppelgänger?
Was tut meinem Körper gut? Und das war so mein wirklich, mein so richtiger Einstieg. Es ist ja nach wie vor ein Hobby, es ist ein Herzenshobby, essbare Wildpflanzen. Und es ist ja eine Lebensphilosophie auch für mich geworden. Also es geht jetzt für vergibt. Ich kann fast sagen, fast keinen Tag mehr, an dem ich keine Wildpflanze esse. Heute Morgen gerade wieder Löwenzahn am Wegesrand, wandert sofort natürlich in meinen Mund und dann zerkaue ich das. Und du weißt es selber, also Wildpflanzen bereichern uns und bereichert unsere Darmflora und ja, Bauchspeicheldrüse, Galle, Leber, die springt wieder in die Luft und freut sich, ja. Endlich mal wieder Bitterstoffe, Gerbstoffe. Jetzt weiß ich, wozu ich auf die Welt gekommen bin. Du, es ist für mich eine Selbstverständlichkeit geworden. Und ich kann sagen, ich fühle mich auch wirklich viel besser. Und meine Begeisterung für Wildpflanzen, die steckt auch an. Denn ich habe das ja, und du machst ja genauso Workshops und Kurse und Videos und möchtest dieses Wissen ja weitertragen. Und ich habe angefangen vor vielen Jahren, als mich die Leute dann gefragt haben, ja, ich kenne jetzt Löwenzahn, ja, und ich kenne Brennnessel, aber was mache ich eigentlich damit? Und dann habe ich angefangen, so Kochworkshops zu geben. Und das macht wirklich Spaß. Also das ist, und nach wie vor, ich mache es, es ist nicht mein Hauptgeschäft, ich bin Coach, Mentaltrainerin, ich mache diese Workshops, weil es einfach dein Leben bereichert. Weil es einfach in all deine Lebensbereiche sich so reinzieht. Weißt du, kennst du, verstehst du das? Also es wirkt sich positiv einfach auf deine Befindlichkeit, auf deinen Gemütszustand, auf wie du Dinge so anders wahrnimmst, wenn du spazieren gehst. Du hast irgendwie, du kommst aus diesem nebulösen Blick raus. Also du siehst Dinge klarer, bewusster. Du sagst ja, es gibt kaum einen Tag, wo du keine Wildkräuter integrierst. Was machst du im Winter? Was integrierst du da vorrangig? Ja, da stürze ich mich so ein bisschen auf die Brombeerblätter und auf die Nelkenwurz. Die finde ich, es ist ja auch so ein bisschen abhängig, wie stark der Winter ist. Oftmals finde ich auch noch Gänseblümchen, die stehen dann auch noch auf dem Wiesengrund. Das sind so die Sachen, die ich so esse. Und tatsächlich, je nachdem, standortbedingt, die Brennnessel, die Blätter, auch wenn die nicht mehr ganz so gut aussehen. Aber weißt du, ich sage dann immer, wisst ihr, lieben Leute, ich ernte die von Januar bis Dezember, die Wildpflanzen. Und das ist doch auch wie bei uns Menschen. Möchten wir in unserem Herbst auch nicht mehr angeguckt werden? Nein, wir wollen auch noch gewertschätzt werden und angeschaut werden. Und so ist es mit den Pflanzen auch, sage ich immer, kommt immer ein Lächeln. Okay. Deshalb gehe ich auch im Winter los und hole mir das Chlorophyll, das wertschätzende Chlorophyll. Und klar, ergänze ich das mit selbstgesammelten Samen. Also meine Brennnesselsamen habe ich heute Morgen gerade wieder auch stehen sehen. Ah, diese weiblichen Samenstände, du kennst sie, die sind natürlich schon bei mir jetzt selbst gesammelt. Meine Gläser, meine Vorräte sind schon fertig und die streue ich mir natürlich dann noch in meinen Smoothie rein. Ja. Und du hast ja schon gesagt, Workshops machst du alles vor Ort, also offline oder auch online? Machst du auch Vorträge über Wildkräuter? Also ist deine Arbeit eher mit Wildkräutern offline oder online auch oder beides? Die ist eher, also ich habe einen ganz wilden Garten und da lade ich ein. Ja, fünfmal im Jahr lade ich da ein. Wer möchte, kann vorbeischauen. Es läuft nebenbei. Es ist, wie gesagt, es ist aus einem Hobby heraus entstanden und aus einer Nachfrage heraus entstanden, dass ich überhaupt es sind Tagesevents, dass ich die gebe. Und es ist so wunderbar, weil du gehst danach hoch erfüllt aus so einem Tag und so bereichert durch die Welt. Und ich kriege dann Anrufe, Astrid, ich sehe auf einmal nur noch Brennnessel überall stehen und kann jetzt so männlich und weiblich auseinanderhalten und solche ganz einfachen Dinge. Sag ich, wunderbar. Und dann ist der Wald nicht mehr nur eine grüne Kulisse beim Joggen, sondern tatsächlich wertvolle Nahrungsquelle oder die Wiese. Ja, tatsächlich, man kann dann überall Essen erkennen draußen. Das finde ich auch so faszinierend, wo manche sagen, hey, was, wo siehst du hier Essen? Und ich sage, wächst doch hier überall. Und dann, ja, kann man sich dieses wilde, gesunde Chlorophyll einverleiben. Deswegen hast du auch dein Herzensprojekt, eben diese Memories, die ich am Anfang schon angesprochen hatte. Das ist ja so ein Ja. Herzensprojekt, nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene, sehr gut geeignet, ne? Um einfach
Wildpflanzen, sich mal ein bisschen damit so vertraut zu machen, wie ist denn die Form, wie sieht denn das überhaupt aus und was gibt es eigentlich, dass man dann auch mal motiviert ist, vielleicht doch mal ein Wildkräuterbuch in die Hand zu nehmen oder auch sogar wirklich mal rauszugehen und diese kostbaren Wildpflanzen draußen zu suchen. Also für mich auf alle Fälle ein wichtiges Thema in der heutigen Zeit, dass man auch weiß, zur Not könnte man auch Essen draußen finden. Also nicht nur, für mich sind Wildkräuter ja nicht nur Essen, dass die mich wirklich auch gut sättigen, sondern ja auch, das ist so ein Kraftpakete, ne? Die sind ja was, wenn man das mit Kulturpflanzen, mit einem Salat vergleicht, also sind die ihm meilenweit voraus, ne? Was die Inhaltsstoffe angeht, auch die Widerstandskraft, das Chlorophyll und ja, mir ist es, wie ist es, also mir ist es auch wie dir ein Anliegen, das einfach nach außen zu tragen und die Menschen dafür zu sensibilisieren, was wir da Wertvolles in unserer Region wachsen haben. Ne? Und ja. Ja, und es ist ja auch Wissen, es ist altes Wissen, das nicht verloren gehen darf. Und dafür setze ich mich ein und dafür habe ich auch diese Spiele, diese Memory-Spiele. Eine Memory kennt jedes Kind. Und selbst Heilpraktiker spielen dieses Spiel. Und dafür ist es gedacht, sich spielerisch mit diesem Thema auseinanderzusetzen und dabei zu lernen, spielerisch zu lernen, also ein Basiswissen dir anzueignen, was selbstverständlich sein sollte. Aber für viele ist es halt nicht selbstverständlich. Also da kommt noch der Löwenzahn und ja, die Brennnessel, spätestens beim Anfassen erkennst du, was es für eine Pflanze ist. Und beim Giersch hört es schon bei vielen auf. Und das ist so schade und deshalb kam die Idee, und dieses Spiel zu entwickeln. Also ich wollte es ja selber kaufen, ich habe dir die Geschichte ja erzählt, dass ich es selber kaufen wollte. Es gab es nicht. Es gab kein Spiel. Und dann sagt mein Mann, mach es doch selber. Und so kam es ja, dass ich dann diese Künstlerin da engagiert hatte und diese Aquarelle gemalt worden sind, weil es so wertvolles Wissen ist. Und ich dachte, Memory spielt jede Oma mit ihrem Enkel oder Eltern mit ihren Kindern oder Leute halt, die sich mit dem Thema auseinandersetzen möchten und sich spielerisch der Thematik nähern wollen. Und das ist ein Wissen. Oh, und ich freue mich über jeden, der das Wissen weiterträgt. Das ist so wichtig. Menschen wie du, die sind so wichtig, die das Wissen einfach weitertragen und auch durch die Medien heute dank des Internets kannst du es natürlich noch ganz anders streuen, als wenn du lokal vor Ort arbeitest. Ja. Ja, ist auf alle Fälle ein wertvolles Thema für uns. Du hast es ja schon anklingen lassen, das machst du ja nur so nebenbei, weil es dir so ein Herzensthema ist. Eigentlich bist du ja Mentalcoach, hast auch ein Buch veröffentlicht und da wollte ich jetzt im zweiten Teil des Videos mit dir drüber sprechen, dass du einfach kurz was über dein Buch sagst und über deine wertvolle Aufgabe als Mentalcoach. Ja, ich habe vor 2 Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel Glück ist Ansichtssache. Und ich habe in dem Buch, das ist ein autobiografisches Buch. Also es ist ein Buch, das du tatsächlich an einem Vormittag lesen kannst und mit all diesen ja praktischen Impulsen und Vorschlägen, die da drin enthalten sind, kannst du am Nachmittag dein Leben neu gestalten oder Dinge einfach mal, sag ich so, anders angehen. Mit einer neuen Perspektive. Also es ist ein Perspektivbericht, wie du Dinge oder wie du Krisen, Situationen, in denen du dich unwohl fühlst, anders betrachten kannst und anders damit umgehen kannst. Darum geht es. Und das ist immer mein großes Thema, ist Wahrnehmung. Im Coaching ist mein Top-Thema ist Wahrnehmung und Gelassenheit. Also wenn du dir Gelassenheit in dein Leben wünschst, die Dinge mit dieser kindlichen Gelassenheit vielleicht wieder anzugehen, die wir alle kennen aus unserer Jugendzeit, Kindheit, dann bin ich an deiner Seite als Wegbegleiterin. Denn viele Dinge, ja, erklären sich mit deiner Einstellung und mit deiner Wahrnehmung. Und wenn du halt, es ist wie mit deiner Zitrone, wenn ich dir jetzt eine gelbe Zitrone in die Hand lege, liebe Silke, und ich setze dir eine Brille auf mit blau gefärbten Gläsern und du schaust dir diese Zitrone an. Welche Farbe hat die Zitrone? Du wirst mir jetzt alle möglichen Farben, vielleicht eine Farbe nennen. Definitiv nicht gelb, aber darum geht es. Die Zitrone ist nach wie vor gelb. Und was ist deine Wahrheit? Wie ist deine Wahrnehmung? Damit hängt ganz viel zusammen. Und damit kannst du manchmal schwierigen Situationen ja wohltuend begegnen, sodass sie für dich
ein positives Ende haben. Ja, und du deine, in deiner, ja, ich sag mal, in deiner emotionalen Freiheit weiter leben kannst. Ja. Und das ist eine sehr schöne Arbeit. Ich liebe diese Arbeit. Denn manchmal bedarf es nur einer kleinen Veränderung an deinem Fokus. Und dann richten wir den Kompass neu aus. Viele haben ihren Fahrplan gerade zur Seite gelegt, sind in ihrem Hamsterrad gefangen und merken, ah, die kommen irgendwie da nicht raus. Und dann öffne ich einfach diese Tür. Und dann entscheidest du, ob du da durchgehen möchtest oder nicht. Mhm. Ich finde dein Wort, also dieses Wort Wahrnehmung, dass das so der Fokus daran ist, auch dieses Wort, dass man mal genauer hinschaut, Wahrnehmung, was wahrnehmen, was bedeutet denn das eigentlich? Und ich mag ja auch so unsere Sprache und beschäftige mich auch mal mit gewissen Worten. Was steckt da wirklich dahinter? Von manchen werden Worte so oberflächlich gebraucht. Wenn man sich das mal genau anschaut, was unsere Sprache für uns bereithält, wenn man was man da in der Tiefe damit eigentlich bewirken kann, wenn man sich bewusst macht, wie man das verwendet und was es für einen für eine Auswirkung hat. Deswegen mag ich das so, auch gerade wenn du Wahrnehmung und die Wahrheit für einen selber, ne? Was nimmt man wirklich wahr? Und dass man da sich ein ganzes Stück selbst nur entdecken kann mit deiner Begleitung eben. Ne? Weil vielen gelingt es selbst nicht, ihren Fahrplan wiederzufinden aus ihrem Programm, aus ihren Mustern, hatten wir auch schon im Vorgespräch, aus ihren Mustern wieder rauszukommen. Ne? Es ist wirklich ganz schwer, weil wir ja von Kindheit an gewissen Prägungen unterworfen sind, Konditionierung, Programmierungen, Muster, das geht Familie, klar, obwohl ich auch immer sage, die meisten Familieneltern geben das Beste, was sie in dem Moment tun können. Ne? Das muss man auch immer sagen. Dann hat man dann eben Kindergarten, Schule, Ausbildung, ja, dieses soziale Umfeld, das prägt ja alles. Ja. Und manchmal hat man dann eben so Prägungen, Konditionierungen, die einen einfach dazu hindern, sein volles Potenzial zu entfalten, wirklich zu erkennen, wer man wirklich ist und was möglich ist. Und ja, auf alle Fälle. Du siehst ja die Dinge nie so, wie sie sind. Du siehst die Dinge immer, also du siehst immer nur dich selbst. Und das ist es. Deine Programmierung trägt maßgeblich dazu bei, wie du die Dinge siehst. Und wenn du halt programmiert geworden bist, ja, Mädchen machen das nun mal nicht. Die lernen nun mal nicht, ja, Bauingenieur, weil es ist ein Jungsjob. Dann machst du das nicht. Dann bist du so programmiert und das trägst du in die Welt hinein. Also, und es ist ja so, viele wandern ihr ganzes Leben lang mit dieser Dressur, Programmierung durch ihr Leben und vergessen dabei, dass ja unser Gehirn quasi unprogrammierbar ist, wie ein Computer. Es ist ja, ich meine, du musst nicht Neurologie studiert haben, um zu wissen, dass unser Gehirn ja so eine Plastizität hat. Ich meine, ich liebe Gerald Hüther, einer der bekanntesten Gehirnforscher, die wir hier haben in Deutschland. Und wir sind fähig, auch andere Wege einzuschlagen. Und es ist wie so ein Muskel, wenn du immer nur deinen Oberarm trainierst, dann siehst du aus wie Meister Propper und hast solche Muskelpakete. Du kannst alles trainieren und das alles ist machbar und möglich. Und viele fühlen sich so gefangen in ihrer Schiene, in ihrem Track und haben ihre Selbstverantwortlichkeit dabei verloren und sagen mal, du bist dafür verantwortlich, dass es mir wieder besser geht. Und dann, du, lieber Kollege im Großraumbüro, du sprichst mal bitte jetzt wieder leiser. Ich verstehe mein eigenes Wort nicht, wenn ich hier im Callcenter arbeite. Du, lieber Arzt, du machst mich gesund, du bist für meine Gesundheit verantwortlich. Wir geben immer diese Verantwortung, also viele von uns, es ging mir nicht anders vor vielen Jahren, wir geben diese Selbstverantwortlichkeit aus der Hand. Und wenn du das einmal begriffen hast, dass du dein Ruder wieder selbst in die Hand nimmst, dann laufen viele Dinge von selbst. Aber diesen Punkt darfst du erstmal kommen, dir das bewusst machen. Dir ist es gar nicht bewusst. Den meisten von uns ist es nicht bewusst, dass sie im Strom so mitlaufen und gar nicht, also dass sie nicht im Auto vorne am Steuer sitzen, sondern eigentlich auf der Rückbank sitzen und mitfahren. Ja. Also du hast ja gesagt, du hast zwei Webseiten. Auf der einen Seite gibt es eher so deine Herzensprojekte, also die Memories und die Zitatebox. Und da hast du noch eine Seite, Astrid Buzin. Und gibt es von dir Videos oder Blogbeiträge oder wo kann man mal bei dir reinschnuppern? Gibt es da sowas? Blogbeiträge habe ich nicht. Also ich habe eine Facebook-Seite, die habe ich auch. Da findest du mich auch. Instagram bin ich auch unterwegs. Immer unter Astrid Buzin, unter meinem Namen, da bin ich vertreten. Mhm. Und ansonsten gebe ich natürlich
gebe ich mein Coaching. Also ich mich triffst, kannst du wöchentlich einmal treffen. Da lade ich ein zu offenen Coachingstunden. Und auf der Internetseite astrapuzin.com, da lernst du mich einfach von der anderen Seite auch einfach mal kennen. So, ich sage mal, diese Internetseite ist meine Visitenkarte im Internet. Ja. Also wer sich jetzt dafür interessiert, kann einfach mal auf deine Webseite schauen oder auf Instagram. Ich werde einfach alles verlinken, wo man dich irgendwo findet, werde ich unter diesem Video bzw. im ersten Kommentar verlinken. Ja, danke schön. Dann danke ich dir, liebe Astrid, für die Einblicke. Und vor allem, ich freue mich auch, dass wir so eine große Leidenschaft miteinander teilen, die Wildpflanzen, die Liebe zur Wildpflanzen. Und ja, dann danke ich dir und auch an die Zuschauer. Gerne eure Gedanken, Meinungen dazu, zu dem, was Astrid erzählt hat, zu Wildpflanzen, auch Mentalcoaching, zu diesem Wahrnehmen. Also ich finde das wirklich sehr spannend, wenn man sich auf die Reise macht, sich selbst zu entdecken, die Programmierungen aufzulösen. Das ist, bin auch noch mitten dabei. Wir haben ja auch schon festgestellt, also manches ist wirklich, dauert, ist eine Lebensaufgabe. Da gehört ja so viel dazu, was Wahrnehmen und Bewusstsein angeht. Auch das Werten von gewissen Dingen, Dinge in Schubladen zu stecken oder nicht. Und ja, gern eure Meinung, Gedanken dazu, eure Erfahrungen. Also wir freuen uns auf alle Fälle über regen Austausch unter diesem Video. Liebe Astrid, dir danke ich nochmal für deine Zeit, für deine wertvollen Impulse. Und ja, wir wünschen euch alles Gute, alles Liebe. Bis bald. Dankeschön. Mit besten Grüßen von mir. Tschüss.